Moin moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir werden heute ein paar kleinere Themen anreißen, wie zum Beispiel die Schokoladenfabrik in der Schweiz. 2007 eröffnet, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, nur ganz oft kamen zwei Täfelchen raus oder auch mal keins. Das ist nämlich die große Herausforderung dabei, die Vereinzelung der kleinen Täfelchen. Und da hatte Klaas eine tolle Idee. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Gerät heißt, was ich mir seitdem es hier steht so gerne anschaue. Aber was ist das? Ja, man nennt es halt Frittenkopf oder Vibrationsbeschleuniger. Eigentlich kommt es aus der Automatisierungstechnik. Und wenn man zum Beispiel jetzt ganz viele Schrauben hat und man will die vereinzeln irgendwo zuführen, dann kann man praktisch aus so einer Handvoll Chaos Ordnung machen, indem dieser Apparat einfach dafür sorgt, dass diese Schokolade dann geordnet gut gefördert wird. Es ist auf jeden Fall sensationell. Wenn man sich das anschaut, dass das funktioniert, dass die hier auf dieser Spirale hochlaufen und am Ende wirklich einzeln rausfallen, es ist der Hammer. Also ein großes Problem nach 7 Jahren gelöst. Wir haben noch ein großes Problem seit, glaube ich, 10 oder 11 Jahren auf dem Tisch liegen. Und da gehe ich jetzt mal hin. Nämlich der Transrapid. Den haben wir auch seit 11 Jahren auf dem Tisch und haben verschiedene Versuche gestartet und die sind immer gescheitert. Problem war oft die Geschwindigkeit, das Verkanten, die Führung. Ja, und dann hatten Klaas und Arne eine Idee, als sie sich den Flughafen anschauten und guckten, was wir für Technik bereits haben. Alle Versuche, hier ist noch der alte Prototyp von damals. Das war die Nummer 1. Das war die Nummer 1, sind gescheitert. Eigentlich in der Regel im Dauerbetrieb. Dann haben wir die Trasse ein paar Mal neu gebaut, weil es da Probleme gab. Und im Endeffekt liegt das jetzt seit ein paar Jahren rum. Und Klaas und Arne haben sich heimlich damit angefangen, mal zu beschäftigen und mir irgendwann mal so eine Zwischenlösung präsentiert. Und ich war, obwohl ich eigentlich ja immer so der Werkspessimist bin, sagt man, weil ich immer das Haar in der Suppe suche, muss ich ja auch, klang jetzt ganz optimistisch. Also es war tatsächlich so, die Idee könnte funktionieren. Und die war? Die war, wir benutzen einfach die Flugzeugsteuerung und nehmen die Stromzufuhr aus der Schiene raus und fahren mit Akku. Das war die Idee. So haben wir auf alle Fälle weniger Verschleiß, wir haben keine Schleifer, wir müssen da nicht so genau sein. Wir können uns ganz einfach an die Schiene orientieren. Die Schiene ist die Führung, fertig. Die Umsetzung der Mechanik und der Räder gefällt mir auch. Also ich habe ja gehört, ihr seid eigentlich bereit für einen Test. Wir sind bereit für einen Test. Heute? Heute. Hätte ich tierisch Lust zu, weil ich freue mich da seit 11 Jahren drauf. Akku, habt ihr da eine Lösung, wie wir das machen werden mit dem leeren Akku? Ja, haben wir. Ist schon hier. Und zwar, wir fahren in Skandinavien einfach rein in den Bahnhof und der misst dann, ob der Akku nun noch Ladung, noch Spannung hat oder nicht. Und wenn nicht, merkt sich das die Technik, die unten drunter ist. Wir müssen jetzt mal nachladen und dann wird der Knopf kurz gesperrt und dann nachgeladen. Kriege ich eine Meldung und sperre den Knopf einfach. Bin gespannt, ob das mit den Störungen klappt, aber wir werden es erleben. Auf wie? Ready? Ja. Ja, soweit die Theorie, jetzt kommt die Praxis. Wir haben die Strecke ja schon 3-mal neu gebaut. Perfekt ist sie immer noch nicht. Ich hoffe, dass euer Meisterwerk mit der Strecke harmoniert und vor allen Dingen, dass das Ding schön schnell fährt. Bin gespannt. Wir haben noch ein paar Möglichkeiten. Wir können noch schneller fahren, wenn wir wollen. Wir können auch noch zur Not 2 Akkus da reinstecken. Dann werden wir noch schneller. Aber ich glaube, der wird so schnell sein, dass wir bis Knuffing durchfliegen können. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das ist ein mega, mega guter Ansatz. Nach 11 Jahren und 4. Versuch ist der Transrapid zumindest ein paar Mal hier hin und her gefahren. Ein bisschen Empfangsprobleme, aber wir werden ja am Ende mit Infrarot und nicht mit Funk steuern. Ich würde mal sagen, wenn es so weitergeht, dann werden wir in einer der nächsten Gerrits Tagebuch-Folgen das Ding fertig präsentieren. Und ich freue mich drauf. Optimistisch. Super. So, hier sind wir mal wieder in Bella Italia. Apropos Bella Italia, wir haben ja jetzt neu den Italien-Block. Das soll keine Konkurrenz zu Gerrits Tagebuch sein, das Ganze soll sich ergänzen. Also keine Angst, Gerrits Tagebuch wird es immer weitergeben. Hier entsteht es langsam. Die Herausforderungen waren ja die Planung. Hier sieht man auch jetzt die ersten Trassen, die den Kopfbahnhof von Rom versorgen. Das ist momentan so ein großer Knackpunkt, denn ein Kopfbahnhof heißt für Modellbahner eine Riesenherausforderung. Die Züge müssen vorwärts rein und rückwärts wieder raus. Das heißt, das können zum Beispiel keine Güterzüge erledigen. Da funktioniert das einfach nicht. Das heißt, man muss in verschiedenen Ebenen Umfahrungen, wo fahren Personenzüge lang, die hier aus allen Richtungen kommen, wo umfahren die Güterzüge, den Kopfbahnhof und so weiter. Das wird hier in den nächsten Wochen entstehen. Das, was hier so an Trassen liegt, wird dann in die Höhe wachsen und gestapelt werden. Aber das zeigt in einer der nächsten Folgen. Ganz typisch für Italien, Marmorabbau.
Hier wird ein Marmorabbaugebiet entstehen und dann über eine Seilbahn der Marmor rüber transportiert werden zu einer Lorenbahn. Von dort aus wird er weiter transportiert. Dann geht es mit einer Standseilbahn runter, wieder auf eine Lorenbahn und da hinten zu der Fabrik, die nachher den Marmor richtig schön verarbeitet. Mal gucken, wie weit wir das technisch hinkriegen. Vorgenommen haben wir es uns, aber das folgt später. So, wir gehen vorbei an Venedig. Kann man sich noch nicht so richtig erklären, dass das hier Venedig sein soll. Wir haben uns vorgenommen, in Venedig mit Echtwasser zu arbeiten. Das heißt, es war immer unser Traum, dass wir Venedig die Flut darstellen und ab und zu das Ganze mal unter Wasser setzen. Haben wir jetzt endgültig verworfen. Wir haben das alles getestet, wir haben verschiedenste Sachen ausprobiert. Den Kompromiss zwischen perfektem Modellbau, dass das wirklich fantastisch aussieht, und mit Echtwasser das Ganze unter Wasser zu setzen, der lässt sich einfach nicht machen. Es wird Übergänge geben zwischen lackierten Flächen und unlackierten Flächen. Es wird Kalkablagerung geben, durch Dreck vor allen Dingen auch primär, weil wir es niemals ganz sauber kriegen werden, das Wasser. Also es tut uns wahnsinnig weh, weil wir hätten es uns sehr gewünscht. Das Echtwasser müssen wir hier weglassen. Aber Venedig wird trotzdem ein Traum, wird nicht besonders technisch sein, es wird eher davon leben, dass es schönste Gebäude sind und eine sehr, sehr schöne Landschaft sind. Ob wir mit Gondeln noch irgendwas machen werden, müssen wir mal schauen. Man sieht hier das erste Mal schon das Mittelmeer, also man ahnt es zumindest, denn da hinten werden die Bahntrassen richtig schön im Mittelmeer geständert, teilweise laufen aus dem Berg rein, in den Berg rein, ein bisschen übers Wasser und so weiter, wie man es aus den schönsten Urlaubsprospekten kennt. Ich hoffe, dass wir es auch genauso umsetzen können. Hier hinten geht er los. Einer der größten Schattenbahnhof-Terror, die wir im Wunderland bis jetzt hatten. Auf wirklich teilweise 6 Ebenen werden die Züge geparkt, auf voller Länge, mehrere Schattenbahnhöfe. Darüber gibt es zum Beispiel einen Italien-Blog, Videofolge drüber über die Schattenbahnhöfe, die wir jetzt unten auch gleich einblenden. Den Link lohnt sich anzuschauen. Über diese Ecke zerbrechen wir uns auch den Kopf. Das ist eine unterirdische Welt, die wir hier darstellen können. Entweder komplett im Fantasy-Bereich, wo wir auch tierisch Bock drauf hätten, mal richtig Fantasy zu machen. Es gibt aber auch noch die Idee, da wir Pompeji bauen werden. Das wird hinter dieser Fläche sein, nämlich neben dem Vesuv. Und Pompeji könnten wir entweder an der Oberfläche, wo es die Gäste auch ganz normal sehen, zweigeteilt machen. Pompeji vor dem Vulkanausbruch und Pompeji, wie es heute aussieht. Oder aber wir setzen hier in diesen Fantasiebereich unter dem Berg Pompeji, wie es damals war. Das Ursprungs-Pompeji rein, damit man den Vergleich hat. Damals noch nicht entschieden. Ihr könnt ja sonst mal sagen, was eure Meinung ist. Pompeji zwei Teilen, in einem darstellen, so rechts, links, mit einer Linie in der Mitte. Oder in zwei unterschiedlich separierten Welten darstellen, sodass man da reintauchen kann und es getrennt sieht. Wir haben uns noch nicht entschieden, mal gucken, wie es wird. So, jetzt gehen wir zurück zu einem ganz wichtigen Ort, weil er vor allen Dingen technisch wichtig ist. Dieser Kinderspielplatz, also dieses Klettergerüst hier, ist nämlich der Vesuv. Und der Vesuv ist ein Vulkan und davon haben wir immer geträumt, dass wir mal einen Vulkanausbruch darstellen können. Und das können wir jetzt ja theoretisch mit diesem tollen Vesuv. Wir wollen eine Lavarutsche haben beim Ausbruch, das heißt, dass hier die Lava runterrutscht. Und das zu lösen, da grübeln wir jetzt schon wirklich lange drüber, aber erste Ansätze von Ideen gibt es. Und dazu gehen wir mal hoch zu Stefan, dass er uns das zeigt. Moin Stefan. Moin. Ja, der Vesuv in der kleinsten denkbaren Form als Testobjekt. Und zwar große Herausforderung, fließende Lava, die natürlich auch leuchten soll. Wir haben vieles versucht über Projektionen, über mit Licht von oben kommen, über Wasser. Wasser fließt zu schnell, denn das ist genau die Herausforderung, wenn wir im Maßstab 1:87 etwas bauen, wo Lava fließen soll, dann muss die Lava auch in einem 87stel der Geschwindigkeit den Hang runterfließen. Das tut Wasser natürlich nicht, also geht es nicht. Aber dann hat jemand, ich weiß gar nicht, wer von uns die Entdeckung gemacht, Kinetiksand. Und Kinetiksand, wenn man den hier fließen lässt, sieht man tatsächlich, der fließt verlangsamt. Das ist genau das, was wir uns sozusagen wünschen, dass dieser Sand verlangsamt den Hang runterrieselt. Also ein absoluter Traum. Zwei Herausforderungen. Ja, die falsche Farbe. Wir haben weltweit noch nicht das Zeug idealerweise in durchsichtig gefunden. Also wenn irgendjemand das mal in durchsichtig gesehen hat, her mit dem Tipp. Und die zweite Sache ist, es fließt zwar schön, wenn man es in die Hand nimmt und hier hinknollt, dann geht das los und fließt super, aber es bleibt irgendwann stehen. Und da die richtige Steigung zu finden, ist uns nicht geglückt. Und jetzt, wie immer, Stefan eine tolle Idee gehabt, die er uns jetzt mal vorführen wird. Erklär sie uns mal vor allen Dingen. Ja, also noch sieht man nichts. Ich habe hier drunter quasi kleine Mini-Rüttler eingebaut, mit denen ich den Sand einfach ein bisschen aufschüttel und dadurch fängt er wieder an zu fließen. Ich kann das ja mal einschalten. Mal sehen, das habe ich hier. Wenn man sieht, guck, hier unten fängt es jetzt schon an, das ganze Ding einfach ein bisschen zu fließen. Es muss jetzt natürlich noch fein eingestellt werden. Ja. Das sind einfach nur irgendwelche wilden Prototypen, so dass das Zeug nicht zu doll von oben, dass man nicht sieht, dass es wirklich gerüttelt wird. Es fließt sogar besser als vorher, habe ich das Gefühl, weil es nämlich noch langsamer fließt. Ne? Vor allem, es fließt jetzt kontinuierlich das Ganze. Es läuft wirklich die ganze Rinne sauber runter.
Und ich würde halt, wenn das soweit ist, überall an den Stellen, wo es hakt, kleine Rüttler einbauen von unten und ja, so das Zeug zum Fließen bringen. Absolut super, wenn es die richtige Farbe hätte. Also man kann ja sagen, okay, erkaltete Lava fließt vielleicht auch gerade noch, aber das ist uns zu doller Schummel. Also wir suchen noch nach der optimalen Lösung, haben sie noch nicht gefunden, aber das hier ist ein wirklicher Ansatz. Aber auch da ist ja die Herausforderung, wie kommt das Zeug da oben hin? Ne? Dafür. Und da hatte ich die ersten Versuche ja neulich mit dir zusammen schon mal durchgespielt, die noch so ein bisschen hakig waren, aber ich habe gesehen, du hast eine neue Idee. Ja, wir haben es noch ein bisschen verfeinert, das Ganze. Also zum einen, das ist jetzt noch nicht die endgültige Spirale. Die letzte Spirale wird so eine offene sein, weil es sich dadurch einfach viel besser fördern lässt. Und in das Förderwerk muss was rein, was das Zeug aufbauscht sozusagen. Sprich, wie so ein Kuchenmalwerk. Magst du mal ein bisschen Schütteln drunter halten? Das ist jetzt natürlich alles nur so ein bisschen provisorisch und... Aber die Wurst kommt raus hier vorne. Aber es funktioniert. Ja. Auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als beim letzten Mal. Jetzt ein bisschen größere Spirale. Ich brauche eine andere Steigung von den Dingern und ein bisschen breiter müssen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Der Sand fällt unten rein. Genau. Und kommt dann über ein normales Förderband zurück? Oder wie? Eine Rutsche. Ich würde dieses Ding ganz unten auf dem Fußboden quasi fast stehen. Ah, das heißt, deswegen hast du es auch gerade angehoben, genau. Weil das soll es hochbringen am Ende. Genau. Okay, das heißt, es wird ganz schön lang. Das wird ganz schön lang. Und wie steil kannst du werden? Auf jeden Fall nicht über 45 Grad, okay. Sagte man so. Aber da muss ich auch noch ein bisschen experimentieren, wie weit das nun wirklich machbar ist oder auch nicht. Aber ich bin gespannt. Im Endeffekt wissen wir, wie gesagt, noch nicht mal hundertprozentig, ob wir auf die richtige Richtung zulaufen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir die Detaillösung, die wir dafür bräuchten, schon mal suchen. Ich hoffe ja immer noch, dass das die Lösung wird und wir das Zeug in durchsichtig finden. Das war ein zweites Thema. Dafür bauen wir kurz mal hier eben um. Es gibt noch ein zweites schönes Thema auf Stefans Tisch. Ja, wie so oft im Leben, wenn man Möglichkeiten bekommt, entstehen ganz viele Wünsche draus. Wir haben im Flughafen den Infrarotbetrieb mittlerweile so zuverlässig und toll am Laufen, dass natürlich daraus der Wunsch entstanden ist, das in Knuffingen und USA für die fahrenden Autos auch zu haben. Das ist ein Riesenprojekt. Wir müssen in die Decken die ganzen Satellitenschrauben verkabeln. Wir müssen vor allen Dingen auch in jedes Gebäude, wie die Feuerwache, und auch in jeden Tunnel kleine Infrarotsender reinbauen, damit die Autos flächendeckend Empfang haben. Das ist eigentlich noch für dieses Jahr geplant. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber wir haben halt gesagt, wir müssen mit den Gebäuden anfangen. Mit der Feuerwache in Knuffingen. Und die ist unter Denkmalschutz, haben wir gesagt. Das heißt, sie gibt es seit 14 Jahren. Die wird auch nie anders sein. Aber sie muss auseinandergenommen werden, um die Infrarotlichter da einzubauen. Und dann dachten wir, es geht einfacher, sie neu zu bauen. Einfach als Kopie merkt ja keiner. Und dann kam die Idee, Mensch, warum nicht funktionierende Rolltore einbauen. Das war schon immer mein Traum. Es sind 18 Tore auf der Vorder- und auf der Rückseite. Bin zu Stefan gegangen und habe gefragt, hast du eine Idee? Und er hat angefangen zu testen. Die Tests waren ja nun ziemlich aufwendig und lange, weil es ist nicht so einfach, ein Rolltor so zuverlässig zu bauen, dass er 18 Stück 365 Tage im Jahr 10 Stunden am Tag funktionieren. Aber der Dauertest war zuverlässig. Ich bin fast entsetzt, wie die Wache jetzt aussieht, was das für ein Aufwand wird, diese Rolltore da einzubauen, aber wie sieht's aus? Ja, eigentlich wunderbar. Die Grundgestelle sind alle fertig, die Tore selber sind zusammengebaut, jetzt müssen noch ein paar Endschalter ran und ein paar Stecker und dann soll das Ganze halt hier reingebaut werden und dann soll es eigentlich laufen. 18 solche Tore gebaut, Hammer. So, das ist erstmal das letzte Thema für heute gewesen. Die Abstände zwischen den Tagebüchern sind ja etwas größer geworden, aber das wird sich auch immer wieder ändern, wenn Italien so richtig am Wachsen ist und wenn vor allen Dingen die großen Herausforderungen wieder kommen, aber dazu dann ein andermal mehr. Bis dahin sammeln wir die kleinen Themen und immer wenn was Spannendes kommt, machen wir da eine Folge draus, vielleicht so im 2-Monats-Rhythmus hoffentlich. Toll, dass so viele Leute immer zuschauen und dafür möchte ich mich wie immer ganz herzlich bedanken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!